Gratuliere, mein Freund. Ich habe mich nicht in dir getäuscht. Was hast du jetzt vor? Meine Geschäfte beenden, mein Boot zurückholen und dann... Nun, wir werden uns wiedersehen. Was ist mit deinem Boot passiert? Es wurde bei meiner Ankunft konfisziert. Für die Flotte. Lächerlich. Stuark hat eine Flotte? Na, sieh dich um. Mit meinem Boot ist die Stuarker Flotte wahrscheinlich doppelt so groß wie zuvor. Gute Arbeit, Kleiner. Gute Arbeit. Die Beweise gegen Renwick sprechen für sich, oder? Allerdings. Ich habe Renwick auf der Schulter in den Kerker getragen. Hat geschrien und gezappelt wie ein Schwein. Hast du ihn schon im Kerker besucht? Ein wunderbarer Anblick. Und dazu noch die feige Ratte Meermund. Einfach herrlich, ihre dummen Gesichter. Mann, ich stehe auf dem Scheiß. Bei dir gelaufen. Ach, Chilvi, ich habe eine traurige Nachricht für dich. Eine traurige Nachricht? Riklin ist tot. Tot? Was machst du jetzt? Ich gehe zum Silbersee. Ich werde im Bluttal nach meinen Leuten von der Waldläufergilde schauen. Vielleicht brauchen sie meine Hilfe. Kommst du auch, um mich zu verhöhnen? Ich wollte nur mal den Wurm sehen, den Roba geschickt hat. Wer bist du? Ich? Ein Niemand. Aber ich habe eine Rechnung offen mit Roba. Ich würde sagen, er hat die erste Rate bezahlt. Dann warst du es, der Hertan geholfen hat. Ich habe von dir gehört. Ich kann nur hoffen, dass auch Roba von mir hört. Du wirst den Tag noch bereuen, an dem du dich gegen Roba den Dritten gestellt hast. Ich bin der Baron! Lasst mich frei! Sofort! Du bist Hertans Bruder, richtig? Hol mich hier raus! Ich bin das Opfer einer Intrige! Hertan wird Stuark ins Verderben stürzen! Ihr braucht mich! Versteht ihr nicht? König Roba ist unser Freund! Hier bist du bestens aufgehoben. Bin ich froh, dich zu sehen. Was ist mit Riklin? Ich habe Riklin gefunden, aber er war bereits tot. Tot, sagst du? Wie traurig. Aber ich halte mein Wort. Diego ist frei und dein Passierschein liegt bereit. Ganz Stuark steht in deiner Schuld. Nimm diesen Schild als Zeichen unserer Freundschaft. Ihn zu tragen ist dem Hause Stuark und seinen engsten Getreuen vorbehalten. Ich habe auch ein paar gute Rüstungen aus der Waffenkammer holen lassen. Such dir eine passende aus.